Beim Gang durch Bangkoks Straßen läuft einem das Wasser im Munde zusammen. Hier in Bangkoks Chinatown sind viele Perlen der asiatischen Küche nur wenige Schritte entfernt. Und genießen kann man sie auch gleich hier direkt am Straßenrand, umgeben von den Klängen und Gerüchen dieser einzigartigen Metropole. Aber das Essen wird nicht nur auf der Straße zubereitet und verzehrt. Was davon am Ende noch übrig ist, bleibt auch oft dort. Ein Grund für die Entscheidung der Behörden, die Garküchen in der ganzen Stadt zu verbieten. Fast zumindest. Streetfood ist eine der Attraktionen Bangkoks. Und deswegen erlauben die Behörden den Straßenhändlern auch, zumindest an Touristenorten wie diesem hier, zu bleiben. Aber in vielen anderen Teilen der Stadt sind die Essensstände bereits verschwunden. So wie in dieser Bangkoker Wohngegend. Noch bis vor kurzem waren die Gehwege dieser Gegend voll mit Essensständen. Verschiedenste Speisen konnte man hier kaufen, von frühmorgens bis spät in die Nacht. Aber jetzt machen die Behörden ernst mit ihrem Vorhaben, die Straßen aufzuräumen. Die Fußgänger sollen wieder mehr Platz bekommen und die Hygiene soll besser werden. Und deswegen ist hier jetzt fast kein Essenshändler mehr zu sehen. Einer der wenigen Essensstände, die man hier noch finden kann, ist dieser hier. Und das auch nur, weil die Betreiber einen Platz in dieser kleinen Ecke gefunden haben. Die gehört nämlich zu dem Privatgrundstück dahinter. Da können die Behörden nichts sagen. Ich kenne diesen Stand gut, weil ich gleich gegenüber wohne und oft zum Mittagessen hier bin. Früher gab es hier Tische, Stühle und Schirme, sodass man sich gemütlich hinsetzen konnte. Jetzt bleiben den Kunden gerade mal noch diese kleinen Hocker hier. Der Stand ist ein Familienbetrieb. 6 Leute leben davon. Aber mit den neuen Regeln wird es finanziell eng für sie. Gerade einmal halb so viel Umsatz wie früher machen sie jetzt noch. Wir müssen jetzt sparen, wo wir nur können. An der Kleidung, am Essen. Wir können auch nichts mehr zur Seite legen. Vorher konnten wir schon kaum etwas sparen, aber jetzt ist es so gut wie gar nichts mehr. Und die Kunden sind auch nicht gerade begeistert. Das hat Vor- und Nachteile. Es ist gut, dass die Straßen sauberer sind, aber es ist jetzt auch schwieriger, günstig etwas Gutes zu essen zu finden. Wenn Sie mich fragen, ich will, dass die Garküchen bleiben, weil man schnell und günstig eine Mahlzeit bekommt. Für weniger als 1 Euro bekomme ich hier ein Mittagessen. Es stimmt schon, die Gehwege sind für die Passanten da, nicht damit man darauf Verkaufsstände aufbaut. Aber wenn Sie die Garküchen wirklich von hier weghaben wollen, dann sollten Sie den Händlern auch einen Platz geben, an dem sie Essen verkaufen können. Virot und seine Familie hoffen darauf, dass die Behörden ein Einsehen haben und die Regeln wieder lockern. Bis dahin kochen sie weiter auf Sparflamme und arbeiten hart, damit weder sie noch ihre Kunden vom Fleisch fallen.